Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wir sind hier auf diesem hübschen Eldaran. Nee, Eldaran heißt er nicht. Quatsch, wie heißt er denn? Eladen, nicht Eldaran. Ah, ob ich mir das jemals merken werde. Ist egal. Wir sind jetzt hier drauf und haben doch schon die nächste Mission erstmal aktiv. Dazu müssen wir ein Stück zurückfahren. Und zwar... Ja, und zwar geht's da um das Querruder. Oder das Strahlruder. Okay. Ja. Und jetzt müssen... Oh-oh. Was? Was ist oh-oh? Was ist oh-oh? Oh, guck mal hier. Oh, hier Schatten. Das hier müsste das Lager sein. Okay. Aber wo sind die Plünderer? Tja, gute Frage. Zumindest sind da welche gelandet gerade. Und hier ist nix. Dann gehen wir mal hier nach oben. Huch. Er scheint bereits seit mehreren Stunden tot zu sein, Pathfinder. Aber wer hat ihn umgebracht? Widow 5. Pathfinder. Ja. Ich registriere Bewegungen. Hinter dieser Tür ist jemand. Okay, dann machen wir mal auf. McCrone, wer bist du denn? Ich kann echt nett sein. Lassen Sie uns einfach über alles reden. Aha. Wollen Sie mir vielleicht erklären, wieso Sie sich hier drin verkrochen haben? Sie haben das Lager doch gesehen. Wenn Axios auftaucht, gibt's nur eins, was man tun kann. Sich verstecken. Okay. Wer? Sie haben noch nie von ihm gehört? Nee. Axios ist ja Anführer der miesesten Gang auf Eladen. Sie überfallen andere Plünderer-Camps und lassen niemanden am Leben. Letzte Nacht war unser Lager dran. Ich hatte Glück, dass ich ein Versteck gefunden habe. Und ich habe mich bis jetzt nicht wieder rausgetraut. Ihre Gang hat vor kurzem einer Wissenschaftlerin ein Strahlruder abgekauft. Ich will es zurück. Diesen Schrott? Das Ding war nicht mal mit unserem Schiff kompatibel. Axios muss es mitgenommen haben. Genau wie alles andere auch. Wenn Sie die Versucht haben, können Sie ja versuchen, es ihm wieder abzunehmen. Ich gebe Ihnen sogar den Nachtpunkt. Ja, aber nein. Werden Sie alleine klarkommen? Ja, sowas passiert ständig. Ich suche mir einfach eine neue Gang. Eins noch, wenn Sie Axios sehen, schießen Sie. Er hat's nicht so mit dem Reden. Okay. Dann laden wir uns wenigstens auf. So. Was müssen wir denn hier scannen? Nee, hier oben ist auch nichts. Nun gut. Pech gehabt. Das Triebwerk von, Axios zurückholen. Wo müssen wir denn hin? Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Okay. Die Temperatur steigt. Ich weiß. So. Jawohl. Ach, guck mal, was da hinten ist. Na, wen haben wir denn hier? Ich bin's. Mir gefällt Ihre Panzerung. Ah. Tötet sie. Was? Boah, wir sind fast am Anfang. Ich orte zahlreiche Lebensformen, Pathfinder. Vermutlich Axios und seine Plünderer. Den Akten zufolge sind auf Axios mehrere Kopfgelder ausgesetzt. Seien Sie vorsichtig, Pathfinder. Sie haben echt Kampfgeist. Aua, aua, aua. Wer schießt denn jetzt hier auf wen? Ach komm. Legen Sie sich nie mit Axios an. Ja, ja, deswegen. Mach ich auch nicht. Ich hab so eine Angst. Ich hab so eine Angst. Axios. Ach, hier ist Schatten. Sind wir schon durch? Lebenserhaltung wiederhergestellt. Der hat's uns richtig gegeben, der Axios. Das scheint das Strahlruder aus Noras Schiff zu sein. Okay. Na endlich. Okay, bringen wir
es ihr zurück. Was, hier ist heiß drinne? Ich dachte schon. Huch. Ne, okay. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Ach so, also waren doch auf unserer Seite die Leute. Gut. Aber das war jetzt so kompliziert nicht, ne? So, und wo müssen wir da hin? Da müssen wir es zum Abgeben bringen, okay? Zum Abgeben bringen? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hübscher Duft, Vetra. Was ist das? Dahl brauchte Lötzinn und hat dafür diese selbstgemachte Lotion eingetauscht. Ich fühle mich jetzt weicher, wow, als ich eine Turianerin gehört. Das wäre fast schief gegangen. Keine Ahnung, ob man aus dem Ding hier wieder rauskommt. Pathfinder. In diesem Moment können Ressourcen abgebaut werden. Oh oh. Sie können in ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Der Wärme. Okay, also wir waren schon mal im Loch. Steigen an. Die Plünderer haben hier draußen ihr Lager aufgeschlagen. Wie überleben sie bloß die Hitze? So. Tja, Nora, hier ist dein Strahlruder, ja, oder so ähnlich. Da. Ich habe das Strahlruder ihres Schiffes zurückgeholt. Also den Katalysator. Ist ja dasselbe. Im Ernst? Ich war mir nicht sicher, dass sie es schaffen würden. Was? Es war auch nicht ganz einfach. Ich musste ein paar äußerst unangenehme Plünderer aus dem Weg räumen. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein widerwärtiger Haufen, nicht wahr? Mhm. Naja. Wie auch immer. Ich werde das Teil einbauen und mich dann auf den Weg machen. Ich habe auf diesem Planeten noch einiges vor mir. Seien Sie da draußen vorsichtig. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Oh. Das hätte ich sonst bestimmt vergessen. Oh. Danke, Pathfinder. Sie Bitte. Waren meine Rettung. Oh. Das klingt überhaupt nicht ernst gemeint. Okay, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wo wir hin könnten, müssten. Wir müssen da auf alle Fälle hin. Wir müssen da hin und wir müssen da hin. Hier haben wir jeweils einen Punkt. Ich würde sagen, wir werden hier hin und machen uns dann Richtung Norden auf. Und nehmen den nächsten Spot ein, um dann zu einem der... Im akzeptablen Bereich. Genau, um zum einen der Gewölbe zu kommen. Das heißt, ich würde jetzt gerne, das sind Erinnerungsauslöser, die packen wir uns kurz mal an. Dann fahren wir nämlich ungefähr in die Richtung, wo wir nämlich hin müssen. Speichern natürlich auch noch. Und ja. Lebenserhaltung ist stabil. So, das. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, in welche Richtung... Linke Hand. So. Da. Okay. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Ja, noch sind wir im Schatten. Aber die Hitzezone... Als ich das letzte Mal begegnet bin, haben wir... Scheiße. Sie hat doch nicht... Hat sie etwa belästigt? Was? Nein. Sie hat mich nur gegrüßt und gesagt, sie sei damit beschäftigt, ein paar Connections aufzubauen. Stimmt. Ja. Sie versucht, die Kommunikation zwischen Kedera und uns zu erweitern. Also. Entschuldigung, ich muss mal kurz was nachgucken. Hier ist was nicht dokumentiert ist. Offiziell. Sanktioniert. Ich überlasse ihr das Ruder. Falls es nicht klappt, weiß sie wenigstens, dass sie es versucht hat. Sie scheint glücklich darüber zu sein, dass sie etwas beitragen kann. Mehr kann ich wirklich nicht verlangen. Huch. Jawohl. Jawohl! Die Schrotflinte ist ja hammergenial hier. Was denn? Schießt hier noch wer? So, was haben wir hier hinten? Guck mal, hier liegt jemand. Wer bist du denn? Datenpad.
Bergungsteam 13, die Vagabunden. Login Pale Ardos. Wieder einer. Wie kommen diese Stasispinde von der Arche runter? Ach, wen juckt's? Meine Leute sind hier, sie leben. Mein Clan also auch. Wir sind bald wieder vereint. Technisch gesehen ist es wohl kein Bergungsgut, nachdem wir diesen Spind einen Freelancer abgekauft haben, den wir hier draußen mit einem Schlitten voller Fundsachen getroffen haben. Seltsamer Kerl. Ein Mensch, aber trägt immer eine Atemmaske oder einen Helm. Sogar eine Atmosphäre. Sagt, er heißt Baxter. Glaube ich. Schwer zu sagen, weil er so murmelt und nuschelt. Markus sagt, wir könnten noch mehr Hilfe gebrauchen. Caitlin will Baxter nicht bei uns haben, aber Markus sagt, er kann ihr Honig ums Maul schmieren. Insektenausscheidung? Die Paarungsrituale der Säuger sind wirklich seltsam. So langsam frage ich mich schon, wie all diese persönlichen Truhen von der Salarianischen Arche hergekommen sind. Sie sind vom Laster gefallen. Genau. Oh, das war nur ein Reflex. Vom Laster gefallen. So, hier ist auf alle Fälle ein Erinnerungsauslöser. Huch! Meiner! Seth, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf das Imperium zurück, um mehr zu erfahren. Ui! 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 Oh! Hab dich. Uiuiuiui. Ui. Der ist aber ein bisschen heftiger, habe ich das Gefühl. Oh. Komm. Brutzel. Aua. Und da zerfließt er. Sehr gut. Sehr gut. So, das haben wir erledigt, ne? Hier gibt's nichts weiter. Dann können wir eigentlich wieder raus. So. Waffenrad war so einfacher. Okay. Weil die Nummerntasten, die funktionieren nicht so ohne weiteres. Weil die schalten ja nur die Aktivitäten unten rechts ein, ne? Also sprich unseren Entzug und, hier ist doch irgendwo ein Viehzeug, oder? Was? Oh. Ich glaube, das war's. Hier ist die Linie. Was macht die Linie? Nix, hä? Nö. Nö, okay. Nur eine leere Ecke. So, dann geht's hier links raus. Wieder zu unserem Auto. Oder Nomad, je nachdem, wie man es sagen möchte. Die Temperatur steigt. Ich weiß. So, dann es geht weiter. Huch, fahre ich denn noch richtig? Achso, ich muss jetzt zu einem anderen. Ich war beim letzten Kampf ein wenig schlampig. Nisira würde mich wegen schlechter Technik rügen. Sie hat sie gut ausgebildet. Sie braucht niemanden zum Händchen halten. Ich wünschte nur, ich würde mich da draußen sicherer fühlen. So viele neue Herausforderungen. Wir schaffen das schon. Manchmal ist das alles, was man braucht. Das ist ein Architekt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es das ist. Ja, da müssen wir... Boah, ist das hell. Und? Mal gucken, wo der Erinnerungsauslöser ist. War wahrscheinlich da drüben, ne? Mist. Das ist zu steil. Das ist definitiv zu steil. Da kommen wir nicht hoch. Aber so. Haha. So, dann hätten wir auch das. Sam,
noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Sieht das genial aus. Ich werde ein bisschen erinnert an Star Wars, ne? Oh oh. Habt ihr das gesehen? Was ist das? Okay, ich hab nichts gesehen. Nein, ich habe überhaupt nichts gesehen. Das ist das hier unten. Aufklärungsposten, Abwurfpunkt. Wir müssen aber hier oben hin. Oh Gott, das ist ja dahin. Oh, da sollte ich aber speichern. Entschuldigung, da muss ich hin. Da muss ich definitiv speichern. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wow. Seht ihr das da? Das ist doch kein Architekt, oder? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ich hoffe, wir werden nicht getroffen hier. Ich weiß, was Sie gemeint haben, als Sie sagten, es wäre für Sie nicht abgeschlossen. Unser Vater, der von mir und Sid, hat uns verlassen, als sie noch ein Kleinkind war. Den Grund habe ich nie erfahren. Aber seine Gründe waren auch unwichtig. Nur Sid zählte. Sie hatte Glück, dass sie sie hatte. Es bringt nichts, sich zu fragen, warum man ein bestimmtes Blatt erhalten hat. Stattdessen sollte man besser die Runde damit spielen. Ja, 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 nicht schießen. Aber jetzt sehen wir sie nicht mehr, ne? Wo sind die hin? So, hier haben wir den Abwurfpunkt. Da! Aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Okay. Ah ne, da wollte ich nicht hin. Moment. Hier wollte ich hin. Und zwar wollte ich mal gucken, wir haben Präzisionsgewehr, eine Viper, die ist ein bisschen schlechter, Feuergeschwindigkeit gleich, aber ist gewöhnlich, ne? Die ist selten, gewöhnlich, okay, Magazin ist ganz schlecht, die Widow, oh, guck mal, was die für einen Schaden hat, aber wie langsam die ist und natürlich das Magazin, das dauert ewig. Okay, ich glaube, da sind wir schon gut aufgestellt. Gucken wir mal. Nee, so geht's nicht. Wir müssen hier so in die Sturmgewehre. Feuergeschwindigkeit ist gering, Schaden höher. Hier haben wir die Valkyrie. 5. Ultra selten. Ich glaube, die sollten wir mal... Ja, und... So, die nehmen wir mal. Da bin ich gespannt. Die sieht nämlich gut aus. Und rein damit noch ins Auto. Wir gehen wenigstens kurz mal da gucken. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Wir gehen kurz mal gucken, was uns da erwartet. Und wie wir dann vielleicht in der nächsten Folge uns um die Monolithen kümmern werden. Ne? Na du komm. Scheint doch nur ein kleiner zu sein. Na? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich glaube, das sieht hier relativ ruhig aus, habe ich das Gefühl. Okay, gut. Es ist ruhig, das heißt, ich... Oh, da. Was ist das? Ich glaube, das werden wir herausfinden. Früher oder später. Vermutlich früher. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.